denn einfach unsere Arbeit. Ihr könnt immer auf uns bauen. Doch wir sind mehr als so ein Schreibtisch. Wir sind immer für euch da. Arbeit und Mensch, Hand in Hand mit. Sag mal, was habe ich denn gesagt? Du bist Arbeit und er ist Mensch. Ist doch egal. Nein, das ist es eben nicht. Wenn er Arbeit ist, dann heißt das hinterher wieder ausländerfeindlich, bla bla bla. Ich müsste erst. Komm, jetzt nerv nicht rum, Gandhi. Außerdem sollt ihr nicht so lauwarm durchs Bild schwuchteln, sondern mit Spaß. Oder willst du mehr Inderlohn? Ja, zeig doch noch deutlicher hin. Na, nur von der Religion her ist er. Ich bin katholisch. Nee. Hier, ihr habt doch den hier mit den acht Armen, den und mit dem Pferdekopf, ne? Ich bin katholisch, immer schon. Ja, ich auch. Und für uns gab's noch nie so einen Kurs. Hier du, ja, Gandhi. Hier mit dem. Komm, wir machen ein bisschen, weil unsere Zeit wächst nicht auf. Rumdrehen immer zur Gruppe. Ne? Und jetzt mal so locker. Ich bin Prashant. Praktikant. Prashant. Ach so. Hm? Prashant. Ach, mein Name ist Prashant. Wurde nicht schon vor? Jetzt nicht. Ich such das ganz, 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 ganz große Glück. Sei nicht so geizig, junger Mann. 5 Euro, schöne Rosen für schöne Frau. Ich will. Alle Rosen! Ganz, 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 ganz große Scheiße. Sie hat recht. Vollkommen recht. Er ist ein Bildermann. Ein Schlägertyp ist der. Nein, 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 nein. Ja, Horay. Was ist denn hier los? Wer ist für diese Lauerei verantwortlich? Hä? Ich bin der Produzent. Das ist alles meine Kohle hier. Keine Sorge, darum kümmert sich die Versicherung. Wir kennen uns mit solchen Fällen aus. Renner, Grippe Autobahn. Jede Minute, die wir nicht drehen, das kostet mir ein Vermögen. Kyoki chis dinamari film release wogi. Und sinamari shadi biogi. Mene socha, ham diwali tak wait karenge. Kyo? Diwali tak kyon wait karenge? I am the king of Bollywood and you would be the queen of Bollywood. Anupam Khan. Aur Priya Shetty. Duniya mujhe pasand karegi. The Kansa Welt. Glaub mir. Die indische Mafia, ein konkurrierendes Filmstudio, die alle hätten Gründe, Priya zu entführen. Khan, Haram Jado, galat paap se tumne panga liya. 500.000 Euros. Diese feigen Schweine. Die Entführer fordern 500.000 Euros. In 6 Stunden. Sonst tut ihn die Priya. Dafür werden sie bezahlen. Das verspreche ich Ihnen. Eigentlich bin ich hier, um Priyas Mörder zu töten. Aber wie es aussieht, hat diese Geschichte eine besondere Wendung. Bitte lassen Sie uns gehen. Für die Welt ist Priya sowieso gestorben. Um Priya weint die ganze Welt. Und jetzt wird ihr letzter Film wirklich ein Mega-Hit. Da hat er recht. Filme mit toten Hauptdarstellern sind immer ein Riesen-Hit. Nicht bewegen! Priya gehört mir. Mir alleine. Lieber sterbe ich, als noch eine Sekunde länger bei dir zu bleiben. Keine Sorge. Du wirst sterben. Was redest du da? Ich suche dir eine neue Priya. In Slum gibt es solche Mädchen genug. Was? Haben wir auch noch ein Wörtchen mitzureden? Haben sie nicht. Khan! Wollen Sie allen Ernstes 2 Polizisten töten? Ich doch nicht. Aber der Mörder von Priya Shetty, der bei Schießerei um das Leben gekommen ist. Da steht, dass sie 15 Jahre alt sind. Das stimmt. Ich bin ein frecher Teenie. Die Inder haben das Hakenkreuz erfunden. Das ist historisch belegt. Ja, Wahnsinn. Aber vielleicht waren es ja alle mal Nazis. Der erste Herr Suk ist doch kein Nazi. Gell, Sie sind kein Nazi. Ja, freilich.
Herr Suk, jetzt müssen wir ins Licht. Okay, da, jetzt schauen wir mal. Ja, das ist. Es geht wunderbar. Herr Suk, Sie als Goebbels großartig. Und, Herr Suk, der Goebbels schaut mit seinen Augen überall hin. Er sieht alles. Okay? Also dann, und Action. Und nicht vergessen, Herr Suk, der Goebbels sieht alles. Seine Augen sind überall. Hallo, PC Hotline. Hallo, Kollege Gopan. Was ist Ihr Problem? Hier ist Ranjit. Ranjit. Ist Mama da? Mama, Ranjit aus Deutschland. Ja, Sie, Herr Enger, ich habe ein Problem. Enger, der erste Vokal ist betont. Ja, habe ich doch gesagt. Sie, darf ich Ihnen was anvertrauen? Freilich. Ja, ich weiß gar nicht recht, wie ich anfangen soll, gell? Herr Adam, beruhigen Sie sich. Ist irgendwas Schlimmes passiert? Mein Glückwunsch. Das ist doch wunderbar. Sie werden Opa. Nicht so laut, Herr Enger. Gutes Beispiel. Maria und Josef waren auch nicht verheiratet und ihr Kind von Gott gegeben. Also, das ist überhaupt nicht so schlimm. Ihr Kind könnte immer noch getauft werden. Herr Adam, ich möchte gerne ganz kurz mit Ihnen reden. Ja, dann erklären Sie nicht zweimal, wie das ist mit dem Messias. Deswegen bin ich hier. Ah, da seht ihr es, gell? Ist Ochsen. Herr Adam, um die Uhrzeit kann ich doch keinen Schnaps trinken. Na ja, einer geht schon. Aber gut, heute wurde ich in der Kirche... Da schaut's her. Habt gleich ganz Flaschen. Ja. Herrschaften, ich weiß, dass die Situation ist nicht einfach, aber hören Sie mal bitte. Der Messias kann der einfach... Der Messias kann kommen. Lass ein Wunder geschehen. Das wahre Licht, das erleuchtet jeder Mensch, kam in der Welt. Er war in die Welt, die Welt, der Messias. Der Messias-Kind. Wissen Sie, wie man in Indien sagt? Der Zufall ist ein mächtiger Diener. Ich habe mich noch vorhin gesagt, die Autorin dieses Buches möchte ich sehr gerne kennenlernen. Ich mag ihr Buch. Es ist sehr indisch. Finden Sie? Prashant Balram. Freut mich sehr. Namaste. Namaste. Der Prashant Balram? Vielleicht. Natürlich. Ihre Stimme, ich habe jede CD von Ihnen. Der Weg zu meinem Ziel hält viele schöne Momente bereit. Ich muss diese Momente erkennen und genießen. Ich habe ein Ziel. Und dieses Ziel werde ich auch erreichen. Aber nicht mit Verbissenheit und Ehrgeiz. Sondern mit Hingabe, Gelassenheit und Freude. Ich hätte auf Sie hören sollen. Sie haben vollkommen recht gehabt. Dann wäre alles anders gelaufen. Gebe es dann auch dieses Buch? Was bedeutet das schon? Dafür die Liebe seines Lebens zu verlieren, das ist ein schlechter Tausch. Wer auf die Jagd nach einem Tiger geht, muss damit rechnen, auch einen Tiger zu finden. Meine liebe Familie, wir sind heute hier versammelt, um das zu besiegeln, was wir vor 12 Jahren feierlich versprochen haben. Die Verlobung von Kasi und Sheila. Peter von Froster? Hier, Sharif. Hey, Sharif. Ich koche gerade unser Barmi Goreng. Erklärst du mir noch mal dein Reinheitsgebot? Na klar, nur Natur, keine Chemie. Mann, oh Mann, sei dir langweilig. So eine Prise E160F hat noch keinem geschadet. Du Sau. Meine Frau steht da nun mal drauf. Was soll ich machen? Ich selbst konserviere heute lieber mit den altbewährten PHBs, Natriummethylparahydroxybenzoat oder Natriumtetraborat und so. Das hält ewig. Und ihr?
eine schöne runde 4-Hexil-Reso ziehen. Auch da muss ich dich leider enttäuschen. Das musst du doch nicht mal deklarieren. Du wirst mir aber doch nie erzählen, dass ihr überhaupt... Naja, gut, gut. Also ein bisschen Packgas benutzen wir schon. Ja, ich wusste es. Nee, war ein Scherz. Was soll ich machen? Muss ich wirklich jeden Samstag die Sportschau einschalten? Muss ich wirklich eine deutsche Fahne in meinem Garten aufhängen? Muss ich wirklich einem Schützenverein beitreten? Soll ich wirklich deinen Vorstellungen entsprechen? Was soll ich noch machen, damit auch du mich akzeptierst? Guten Tag. Was steht denn ihr zum Weltuntergang am 21. an? Naja, mein bestes Shirt. Wir brauchen eine Digitalkamera. Und das alles in 3D, Full HD und Dolby Surround. Surround? Ab sofort macht Mediamarkt jeden Tag die Preise Maya. Mehr über den Maya-Preis des Tages auf mediamarkt.at. Guten Tag, mein Name ist Dr. Naresh Singh. Ah, bitte Sie setzen. Nichts verstehen? Doch, doch, ich kann Sie sehr gut verstehen. Ach gut, bitte Sie setzen. Sie gekommen, weil wollen Arbeit? Sie können ruhig normal reden, ich spreche sehr gut Deutsch. Hä? Ich sagte, Sie können ruhig... Wie bitte? Ja. Ich wollen Arbeit. Ach, gut, geht doch. Was Sie können? Ich habe jeweils einen Doktorgrad in Quantenphysik und Molekularchemie, habe in Harvard und Oxford unterrichtet und war danach 5 Jahre bei General Atomics in Chicago. Stopp, 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 stopp. Ich nichts verstehen in dich. Müssen sprechen Deutsch, verstehen Deutsch. Sie können sich ja mal meine Zeugnisse ansehen. Zeugnisse? Oh, tatsächlich, das gut, das sehr gut Zeugnisse. Ich glaube, wir haben einen guten Job für Sie. Forschungsabteilung, verstehen? Forschungsabteilung. Ich habe bereits bei verschiedenen internationalen Forschungsabteilungen gearbeitet. Gut, das sehr gut. Forschungsabteilung in halbe Stunde Feierabend. Dann Sie gleich können anfangen. Ja? Wissen Sie was? Das reicht mir jetzt. Auf Wiedersehen. Habe ich noch gleich gedacht, dass er nicht ernsthaft nach Arbeit sucht. So, jetzt bitte. Schlaf, ja, Rafi, Dada. Rajiv, Priyavardhan, Alakshan, Bhattacharya, Chandilya. Was? Meinten Sie Rajiv, Priyavardhan, Alakshane, Bhattacharya, Chandilya? Also, Schlaf, ja, Asa,
Raffi Dings. Frau Schmidt, kommen Sie doch erstmal. Ich freue mich sehr, dass ich heute Geburtstag habe. Ich möchte an dieser Weile... So, passen Sie auf, Sie haben ja Geburtstag heute, ne? Sie sind viel zu alt, wir müssen Sie festnehmen. Sie fahren jetzt mit. Ne, wohin denn? Ja, mit zur Polizei. Oh Mann, ey, nee. Aber darf ich ganz kurz meine Freunde... Ja, Moment. Wir müssen die mal eben festnehmen hier. Dann können wir das alles regeln. So. Was soll das denn Scheiß sein? Ich habe deutsche Staatsangehörigkeit, ich bezahle Steuer, ich bezahle auch GZ. Aber darf ich ganz kurz halten, ja? Ja, aber ganz kurz nur, ja. Guten Tag, meine lieben Freunde, Familie und Facebook-Fans. Ich möchte ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr... bei verschiedenen Wegen, WhatsApp, Facebook und per E-Mail, per Telefonate mir gratuliert habe. Ich fühle mich sehr geehrt. So, jetzt ist aber gut, jetzt fahren wir, ne? So, komm. Also, eine Frage noch. Fahren wir mit Porsche oder? Nein, wir fahren mit Blaulicht. Los. Aber ich bin die da gewohnt, mit dem Scheiß hier. Ich glaube, da kommt der Praschant. Guck mal. Herr Klein, warum bist du so hübsch? Ich bin hübsch gewohnt, mein Darling. I love you too, my love. I love you too. Ich muss gehen, tut mir leid. Oh.